Da wir noch, liebe Schwestern und Brüder, am Beginn der heiligen 40 Tage stehen, bestärken uns die Texte, die wir heute hören, in dem, was wir Entschlossenheit nennen können. Der Prophet Jesaja tut das am Beispiel des Sabbat. Und er spricht davon, weil es ein gutes Beispiel ist. Bist du wirklich entschlossen, den Sabbat zu halten? Bist du wirklich entschlossen, wenigstens an diesem Tag Gott allein die Ehre zu geben, ganz auf ihn ausgerichtet zu sein? Auch wenn sich der Tag für uns verschoben hat mit der Arbeitsruhe und mit dem, dass es ein Tag für Gott ist. Ich hörte heute Morgen noch im Radio eine etwas merkwürdige Ansprache, wo dieser Tag, ausgehend vom Sabbat, als der große Chill-Tag bezeichnet wurde. Also einfach mal abhängen, nichts tun, Gedanken fassen. Ist alles schön und gut. Aber dieser Tag ist eigentlich dazu da, um sich ganz auf Gott auszurichten. Das ist der ursprüngliche Sinn. An der Ruhe Gottes teilzuhaben, das heißt, auf die Schönheit seiner Schöpfung, auf die ursprüngliche Schönheit zu schauen. Deshalb halten wir ja diese 40 Tage, um diese ursprüngliche Schönheit, die an Ostern in diesem neuen Leben aufbricht, neu zu entdecken, auch in unserem Leben. Entschlossenheit. Jene Entschlossenheit des Zöllners Levi. Komm, folge mir nach. Und er steht auf und geht. Und es folgt ein großes Fest, zu dem auch wir gerufen sind und eingeladen sind. Wichtig am Beginn dieser Tage ist nicht, dass wir hunderterlei uns vornehmen, sondern dass wir entschlossen sind. Und sei es in der zweiten oder dritten Woche, nur eine Sache wirklich entschieden zu tun, die uns zur Erneuerung hilft. Das sollte nichts Nebensächliches sein. Aber nicht 100 Sachen, die uns zerfasern und wo wir schon am zweiten Tag wieder Kompromisse schließen, die meistens faul sind, sondern die Entschlossenheit, etwas entschieden zu tun, das uns hilft, uns, unseren Körper, unseren Geist ganz auf Gott auszurichten, damit wir neu werden und an seinem Fest oder wie der Prophet Jesaja heute sagt, an seiner Wonne teilzuhaben.